Hallo, herzlich willkommen zu ASO TV. Heute ist Thema die sieben Weltwunder. Und Nobby, da haben wir beide festgestellt, da ist einiges im Argen. Ist einiges im Argen, weil da nämlich sehr viel Fehlinformation. Ja, ich finde, da gibt es falsche Überlieferungen. Sehr viel. Da heißt, hängende Gärte von Dingsbums und der Koloss von Rhodos und so. Die hängenden Säcke von Capri oder was, ja? Was ist das für ein Dreck? Das ist ja voll Dreck. Wenn ich den Mist schon lese, könnte ich abreihen. Die chinesische Mauer. Warst du mal in Niederroden, hast du mal gesehen, wie lang das Ding da ist? Das ist auch chinesisch. Das ist auch chinesisch Mauer, das ist die Originalmauer. Also die sieben Weltwunder, das ist totaler Humbug. Ich sage euch jetzt mal, was für uns die sieben Weltwunder sind. Ich sag mal, was ein Weltwunder ist, was man gar nicht hoch genug bewerten kann. Der Kiosk vom Alfred. In Griesheim. Das ist genau das Weltwunder Nummer 1. Das ist Weltwunder Nummer 1. Ja. Der hat Schaschlik. Ja. Der gibt's noch Currywurst. Currywurst noch, und zwar richtig. Der hat hinten den Grill, hinten im Kiosk. Das ist ein Weltwunder. Vier Sessel draußen, so ein bisschen aufgerobbt, mit der Springfeder drauf, aber das ist eins der sieben Weltwunder, der Kiosk. So. Das zweite Weltwunder aus meiner Sicht ist ein Flascheöffner. Mhm. Das ist nämlich mal, das ist die... Und der Flascheöffner von Avignon war das quasi, ne? Das war der erste Flascheöffner. Der Flascheöffner von Avignon? Von Avignon, ja. Aha. D'Avignon, Avignon, Celeborn, Celeborn. Aha. Und was ist noch ein Weltwunder? Dritte Weltwunder ist die Gruft von Kalabrien. Ja, aber das ist ja was im Lexikon steht. Wir suchen ja unsere Weltwunder, wir wollen es ja korrigieren. Richtig. Ja. Und das Hochhaus in Hannover zum Beispiel. Hannover Süd. Wenn du da runterfährst mit der Was du von der Autobahn siehst, wenn du rüberguckst. Genau. Das ist ein Weltwunder. Richtig, das ist das Hochhaus in Hannover. Genau. Aha. Und die Weinzwerge von Groß-Umstadt. Was sind dann die Weinzwerge von Groß-Umstadt? Das sind sieben Weinzwerge, die übereinander stehen seit 400 Jahren. Sieben Weinzwerge stehen übereinander. Einfach und wenn es regnet, decken sie sich zu mit der Weinbergschnecke und sind weg. Und das sind die sieben Weinzwerge von Groß-Umstadt. Das ist das achte Wunder der Welt. Mhm. Ja. Was gibt's noch? Dann gibt's die... jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die sich kämmenden Giraffen von Andalusien. Das ist unten bei Partizia. Die sieben sich kämmenden Giraffen von Andalusien sind Weltwunder. Das ist eins der sieben Weltwunder und... Das letzte fällt mir gerade. Das letzte, wir können auch bei fünf lassen. Das meinst du oder ich? Ich glaube, die sieben Weltwunder waren eigentlich nur fünf. Ja, das Haus von Hannover, Flascheöffner, die sich kämmenden Giraffen von Andalusien. Die sieben Zwerge waren da auch. Die sieben Zwerge, die sieben Zwerge, die sieben Weinzwerge waren nur acht. Ja, ich meine, in der Geschichte. Ja. Ja. Was gibt es noch für Weltwunder? Ich weiß nicht genau. Das waren alles durch. Ne? Also du siehst, dass die anderen komplett überflüssig sind. Du kannst das Lexikon wegschmeißen. Wenn du unsere Sendung hast, brauchst du gar nichts mehr. Und die Milchpfütze von, ohne da. Von am Eck. Prag. Vom Eck. Vom Eck in Prag, ja. Eck am Prag. Prager Eck. Genau, die Milchpfütze im Prager Eck. Im Prager Eck. Das ist doch damals, wo die Mutter da hingefallen ist mit den 15 Milchtüten. Mhm. Und da sind dann ihre Kinder aber geschwommen und waren ganz weiß, ganz hell plötzlich. Und habe vier Jahre lang geleuchtet, nachts. Ich habe immer den Blinden geleuchtet, wenn die nachts nicht nach Hause gehen konnte, habe die Kinder, die in der Milchpfütze da geschwommen sind, habe denen heimgeleuchtet. Das ist die, glaube ich, das siebte Weltwunder aus Prag, die Milchpfütze. Die Milchpfütze und das Haus in Hannover, alles klar. So, haben wir es. Ja. Normales Fernsehen braucht keine Sau. Mehr habe. Also TV. Ja. Die Milchpfütze. Ja, ich meine, eins gibt es noch ein Weltwunder. Was soll denn das noch? Was erzählst du hier für ein Scheiße da? Das ist doch kein Scheiße, das ist Prag. Das Haus in Hannover. Das ist doch ein Weltwunder in Hannover. Also. Das ist ein Weltwunder, vielleicht, dass Hannover noch nicht abgerissen hat. Aber das ist ein Weltwunder. Aber doch nicht das Haus in Hannover. Das ist ja alleine Weltwunder, dass es Hannover gibt. Ja, das meine ich. Können wir uns einigen. Darauf einigen wir uns. Das ist mal ein Weltwunder. Also. Das hättest du mal sagen sollen in der Sendung. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt kannst du mal die Fresse halten, Gott. Ja. Normales Fernsehen braucht keine Sau. Mehr habe. Also TV. Nobby? Ah, so, da sind wir wieder. Ja, ihr Leute, ihr habt uns einen Haufen Fragen gestellt. Und unter anderem hieß es zum Beispiel, was haltet ihr von Stierkampf?